denn ich stehe auf der Schwelle des Todes. Ich ging zu ihm hin, drehte mich um und streckte ihm meinen Hintern entgegen. Ach, schrie er, was für ein wundervoller Arsch. So kann ich also doch noch den wundervollen Anblick von einem herrlichen Arsch mit in mein Grab nehmen. Er liebkoste ihn, öffnete ihn, spielte mit ihm und küsste ihn, als ob er kerngesund wäre und nicht ein sterbenskranker Mann. Darauf bat er, ich soll mich von dem befreien, was sich in meinen Gedärmen befindet. Ich tat, wie mir geheißen. Es ist soweit, jetzt muss ich sterben, röchelte er und fiel wieder auf das Bett zurück.